Hallo und herzlich willkommen zum Whisky Turntable, zu einem spontanen Video. Ich habe eben schon was gefilmt, aber auch ein Video, in dem ich überhaupt nichts getrunken habe, war auch dabei. Und jetzt habe ich auf die Uhr geguckt, war eigentlich durch, aber ich habe noch Zeit. Die will ich jetzt noch nutzen. Und ich habe mir hier eine Flasche rausgesucht, wo ich eigentlich gar nicht wusste, ob ich ein Video von drehen will. Ich habe eine Flaschenteilung von gemacht oder die ist gerade durch. Ich habe sie noch nicht abgefüllt. Deshalb habe ich mich auch dazu entschieden, denn ich werde sie morgen abfüllen und dann kann ich euch diese Flasche so nicht mehr zeigen. Eine ganz außergewöhnliche Form erinnert mich, wenn ich sie im Internet sehe, ohne Größenvergleich, an so ein Parfümfläschchen. Wenn man dann das Ding aber aus dem Karton rausholt, klar, da sind 0,7 drin, dann merkt man auf einmal, dass das Ding so groß ist wie ein Gesicht, aber nur so breit. Man muss heute auffallen, wenn man als unabhängiger Abfüller irgendwie als 895. dazukommt, hier bei mir ins Video will. Ich werde von niemandem gesponsert, auch nicht. Das ist eine exklusive Abfüllung für, ich sage jetzt auch Shops, um Gottes Willen, für dein Whisky. Und ich werde von dir nicht gesponsert. Ich habe da auch jetzt keine Vorteile von, aber ihr kennt mich ja auch. Es ist ein Glenrothes, 11 Jahre, gefinisht im PX-Fass. Boah, da bin ich immer zwiespältig. Mein Bauchgefühl und mein Unterbewusstsein sagt mir immer, da wollte jemand jetzt diesen Malt mit Ach und Krach in kürzester Zeit aufladen. Das sagt mir immer dieses kleine Männchen in meinem Kopf. Kann ich nichts gegen machen. Aber ihr kennt das heute, ja? Heute geht es ja gar nicht so sehr um Argumente, sondern um Gefühle. Ja, so ein Schwachsinn, lassen wir das mal lieber. Aber das sagt mir so immer mein Hinterkopf. Ich habe schon gute Oktavsachen probiert. Und von daher gehen wir da jetzt mal ganz offen ran. First Fill PX Sherry Oktav Finish. 57,3 Volumenprozent und es gibt 76 Flaschen. Clarkstons, mehr weiß ich über die auch nicht, muss ich echt sagen. Aber das ist jetzt ja nicht schlimm, Gottes Willen. Ich vergesse oft Geschmackseindrücke. Aber letzte Woche hatte ich von Markus vom Whisky-Tagebuch das Blind-Tasting gemacht zu den Fass, wie hieß das denn? Wie hat das genannt oder wie habe ich es genannt? Was vorher in den Fässern war. Und da hatte ich ja auch ein PX im Glas und habe den pur getrunken mal wieder. Und diese klebrige, penetrante Süße habe ich jetzt hier natürlich nicht in der Intensität, aber doch schon penetrant im Glas. Kann ich nicht anders sagen. Ja. Er ist nicht jung. Man merkt gleich den Alkohol. Bei einer Verstärke normal ist auch nicht schlimm. Es kommt ein bisschen Holz auch durch. Man weiß nicht, wo er vorher drin lag. Ob in irgendeinem ausgelutschten Hookshead. Oder auch oder in europäischer Eiche oder amerikanischer, sage ich es mal so einfach. Aber so ein bisschen Holzassoziation habe ich dahinter. Mit dieser PX-Süße mache ich so eine ganz klebrige Kirsche im Kopf daraus. Und dann vielleicht so ein bisschen weihnachtlich von Gewürzen her. So lasse ich ihn mal da stehen. Ich nehme mal. Kribbel, kribbel, Holz, Holz. Aber genug Süße dabei vom PX. Klar, der Alkohol auch, der jetzt diesen Abgang trägt.
Ja. Ganz kurz am Anfang dachte ich, oh, der kommt ja ganz schön elegant da so rüber. Dass der jetzt so tritt, ist aber nicht nur dem Alkohol geschuldet. Ich habe ja eben schon was getrunken. Das ist jetzt auch nicht meine Anfangsschwäche. Ich finde mit 57%, ja gut, es könnte etwas weniger sein, aber das war jetzt nicht allein der Alkohol. Also vielleicht war es vorher schon ein ausgelutschtes europäisches Fass, was aber noch Holzwürze reingeladen hat und jetzt noch das kleine Oktavfass dazu. Da ist es auf der anderen Seite nicht verkehrt, wie ich es genannt habe, in der Nase penetrant, meine ich jetzt positiv, der penetrante PX, der kann da noch irgendwie gegenhalten, so wird es nicht holzlastig einseitig. Ich hatte erst vor kurzem einen Malt, wo man das Gefühl hatte, dass die Fässer, es war ein Wetting, doch so ein bisschen über ihre Zeit waren. Es kamen bittere Töne raus, ausgelutschte Töne, ganz einfach so gesagt. Und das habe ich jetzt hier überhaupt nicht gehabt. Also ich habe wildes, lebendes, prickelndes Holz gehabt. Also wer auf Holz steht und einen starken Sherry-Kick, ist hier genau richtig. Ich nehme den jetzt nochmal. Mal schauen, wie er jetzt so durchgeht als zweiter Schluck. Versuch sie so ein bisschen einzubremsen. Gelingt jetzt etwas besser. Am Anfang probiert den vorne auf der Zunge zu halten. Da entwickelt er einen ganz leichten Tack von Trockenheit, wo ich mir dann nicht sicher bin, ob dann der Zucker vom PX schon klebt. Nein, aber so, da kommt auch diese süße PX-Süße durch. Ein leichter Tack Sherry-Trockenheit, wie man es kennt, wie ich es mag. Und dann, sobald er zur Zungenmitte kommt und weiter nach hinten, ist vorbei. Jetzt im zweiten Schluck etwas, man weiß ja, was auf einen zukommt. Ich habe ihn jetzt noch hier kribbeln. Also von der Seite ist wenigstens mittellang der Abgang. Ihr Liebhaber habt euch ja eh schon in die diversen Lager aufgeteilt, was ich durchaus verstehen kann. Komplett PX in dieser Form. Für den Dram, okay, jetzt die ganze Flasche, ich meine, für Weihnachten habe ich jetzt gerade so gedacht, weil es vor der Tür steht, so viel soll man eh nicht in so kurzer Zeit trinken, aber boah, da würde ich mich irgendwann schwer tun. Deshalb, ich kam ja gerade davon, dass ich Leute verstehen kann, die sagen, Mensch, diese klebrige PX-Süße, das ist nichts für mich, die dann mehr so auf der Oloroso-Seite sind. Ich treffe mich da gerne in der Mitte und habe dann eine Mischung aus beiden. Auch von vielen verpönt, ich weiß, aber das gefällt mir eigentlich ganz gut. Was so ein bisschen süß darf es bei mir immer sein. Und da gibt's eben auch Oloroso-Abfüllung. Oh, ja, ja, aber lassen wir das Thema, haben wir ja hier nicht. Generell kann man da jetzt nicht meckern. Also wenn man mit Oktav kein Problem hat, mit Finish kein Problem hat, mit PX kein Problem hat. Ach, das hört sich ja schrecklich an, wie ich das hier rüberbringe. Es gibt zurzeit so viele Malls. Ich weiß, ich habe jetzt den Preis gar nicht spontan drauf, aber der ist in dieser Preisklasse, ich nenne es gar keinen Preis, in dieser Preisklasse, wo permanent diese heftigen Sherry-Sachen rauskommen. Ob von Signatory mit diesen Glenlivets in Fassstärke, First Fill, Hookshead oder so, wo zurzeit so viele draußen sind. Oder auch von unseren deutschen kleinen Abfüllern, wo ich letztens diverse Flaschen von geteilt hatte. Ich weiß dann immer nicht, wovon dann mal ein Video raus verwurstet wird. Also in die Schiene fällt er voll rein. Und da wird er ohne Probleme auf dem Markt seine Liebhaber finden. Bin ich ganz fest von überzeugt. Also wer sagt, dass ihm eben eine 11-jährige Einzelfassabfüllung im Sherryfass von der Holzseite her zu langweilig ist? Das ist ja eigentlich sonst mein
Ding, der ist hier genau richtig. Also ich glaube, viel mehr geht gar nicht. Da müsste man dann nochmal ein Finish vom Oktav-Finish im weiteren Oktav-Finish machen oder so. Also das ist schon Hammer. Also wie gesagt, kommen wir nehmen ihn. Das war jetzt zum Glück nicht mehr so viel. Ist ein bisschen Pflaume, ja. Also mit einem Aromen. Jetzt bei dem Ganzen, so Früchte am Anfang in der Nase hatte ich eine Kirsche, also kurze Pflaumenassoziation, aber doch sehr vom Holz und von der PX-Süße dominiert. Wer Understatement sucht und die feinen Aromen, nimmt was anderes. Oh, so, ne? Ihr wisst, wie ich das meine. In dem Sinne. Macht's gut. Ciao.